herzlich willkommen hier im Master Remus Real Estate in Palma und heute zeige ich euch mein Büro. Kommt rein. Das ist mein Büro. Bin jetzt mittlerweile seit 7 Jahren hier in der Location. Habe mir damals gedacht, ich wollte was Besonderes haben. Dann kommen wir wieder zurück zu den Punkten 5xA. Alles anders als alle anderen, wie ihr seht. Es ist eigentlich nicht das typische Immobilienbüro, wie man es eigentlich erwarten würde, mit DIN A4 Zettelchen und Exposés im Schaufenster. Der Stil an sich ist auch sehr modern, trotzdem gemütlich. Ich wollte halt was Besonderes haben, was Außergewöhnliches, was auffällt und wo man nicht direkt erkennt, es ist ein Maklerbüro. Und das ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen. Beispiel, ich wollte einen Lounge-Bereich, auch sehr schön mit der Natursteinwand, mit den Schieferplatten. Kronleuchter war mir ganz wichtig, ich wollte auf jeden Fall einen Kronleuchter haben. Dann die Möbel, alles in Farbtönen Schwarz, Gold und Weiß. Das ist, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Und dann, wenn man reinkommt, habe ich immer gedacht, ich wollte einen Catwalk haben, also so einen Gang, der bis hinter ins Chefbüro sozusagen geht. Das ist unser Hund Buddy. Komm her, komm her, komm her. So, unser Bürohund, der ist auch jeden Tag dabei. Dann war mir wichtig, dass wir diese goldenen Balken, das fand ich ganz cool, weil ich damals einen Innendesigner, einen Architekten hatte. Mit dem habe ich mich hingesetzt, weil als ich damals das Büro auserwählt hatte, da war ein Rohbau hier, da war gar nichts. Ich bin hierher gekommen, da musste so eine Stufe runtertreten, es war furchtbar, es war eine Katastrophe, hier war gar nichts drin, keine Rohre, keine Leitungen, gar nichts. Und da habe ich mich hingesetzt und habe überlegt, mit einem Interior Designer, mit einem Innendesigner, Architekten, wie möchte ich das haben? Und das hat er dann als Modell gebastelt. Und das ist natürlich echt ganz cool hier mit den sichtbaren Holzbalken in Gold. Hier vorne Eingangsbereich und Lounge. Die Arbeitsplätze hier und dann separat hier Druckerbereich, Badezimmer und Küche. Und hier ist dann mein Büro, das sehen wir jetzt hier drüben. Und ich muss sagen, ich fühle mich extrem wohl hier von der Lage. Ich bin schnell in Palma, ich bin schnell in Sonvida, schnell auf der Autobahn. Und ich muss auch echt sagen, die Kunden, die herkommen, waren alle bisher begeistert von dem Büro. Das ist mein Reich. Und hier ist es ein bisschen chaotisch, weil wir haben natürlich auch viele verschiedene Dinge, wie ihr schon wisst, alles anders als alle anderen. Das heißt, wir haben zum Beispiel hier die eigenen, sieht eigentlich fast aus wie ein Lagerraum hier, aber die eigenen Master Remus Energy Drinks, you gotta be different, auch wieder mit dem Pferd. Dann haben wir hier ganz viele Feuerzeuge, Master Remus Feuerzeuge. Ja. Hier drüben noch, die hatten wir jetzt gerade für meine Lifestyle-Party, die eigenen Taschen von Master Remus. Also gerade so zum Shoppen oder für den Strand ist es auch nicht ganz cool. Und so muss ich sagen, fühle ich mich hier wirklich wohl und echt zu Hause und ja, könnte es mir nicht besser vorstellen. Ich habe mir damals überlegt, als ich mich selbstständig gemacht habe, das war ja 2009, also inmitten der Weltwirtschaftskrise, da haben andere Makler hier auf der Insel ihre Pforten geschlossen und haben Mitarbeiter wegrationalisiert und ich habe dann die glorreiche Idee gehabt, mit 22, 23 mich selbstständig zu machen, Gas zu geben, anders zu sein und mich wirklich in ein Risiko gegeben, wo ich ja gar nicht wusste, ob das überhaupt funktioniert. Habe sehr viel Geld in das Büro gesteckt, weil der Ausbau natürlich extrem teuer war, habe dann das Ladenlokal angemietet. Und Gott sei Dank, toi toi toi, hat das alles so funktioniert und hingehauen. Und wenn ich jetzt heutzutage die Frage gestellt bekomme, ob ich nicht mein Ladenlokal verbessern möchte von der Location, von der Lage, weil es natürlich nicht eine 1A-Lage ist, aber damals hatte ich auch kein Geld für eine 1A-Lage, sondern ich brauchte eigentlich eine schnelle Lösung, ein gutes Büro in einer guten zentralen Lage und das Ganze auch bezahlbar langfristig. Wenn mich jetzt jemand fragt, ob ich das ändern würde, würde ich jederzeit das Gleiche nochmal so machen, weil ich eigentlich auch kein Büro brauche in einer Lage, 1A-Lage, wo du 10.000 Euro im Jahr oder im Monat bezahlst und eine Jahresmiete von 120.000 Euro plus Nebenkosten, plus Sekretärin, plus Werbung, plus, sondern ich bin jetzt hier super glücklich und durch die Werbung und durch die Medienpräsenz und durch das eigene Lifestyle-Magazin, wo ist es denn da drüben, da haben wir noch das eigene Lifestyle-Magazin zum Beispiel hier, das ist auch eine Sache, wo ich sage, alles anders als alle anderen. Das heißt, ich bringe zum Beispiel hier, das ist das aktuelle dieses Jahr, das sind echt hochwertige, tolle Magazine, die wir rausbringen, Auflage von 25.000 Stück. Das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich sage, alles anders als alle anderen. Es ist natürlich keine Neuerfindung und Neuentdeckung, aber es sind halt oftmals Leute im Interview, zum Beispiel hier Robin Schulz haben wir dieses Jahr interviewt, habe ich persönlich interviewt, sind Menschen drin und abgebildet, die ich persönlich kenne. Und ich sag mal, das Ganze kombiniert
und eingebettet mit Luxusimmobilien hier im hinteren Teil dann. Da sieht man das hier nochmal, tolle Häuser hier zum Beispiel, hier auch nochmal. So, und das funktioniert, hier, den kennt ihr ja. Das funktioniert ganz gut, weil das Magazin ist in allen Hotspots auf Mallorca, in den Golfclubs und in den Hotels und in den Cappuccino-Cafés und überall, wo eigentlich so die schönen und reichen vor Ort sind und zu Hause sind. Und somit, um das nochmal zurückzukommen auf dieses Büro, somit brauche ich eigentlich auch keine 1A-Laufkundschaft und keine Lauflage, weil ich eigentlich durch die Präsenz im Fernsehen und mit dem Magazin und mit meiner Werbung, die ich sonst so überall mache, mit den großen Billboards, mit den großen Bannern, Werbebannern an den Straßen, habe ich eigentlich genügend Werbung, dass die Leute wissen, dass es mich gibt. Und wer dann wirklich ein Haus für 5 Millionen Euro kaufen möchte und wirklich die Kohle hat, der findet uns sowieso, schreibt eine E-Mail, kommt über die Homepage oder wie auch immer. Deswegen kann ich nur allen jungen Menschen empfehlen, die sich selbstständig machen möchten, dass sie ihr Geld erstmal am Anfang zusammenhalten, dass sie sparsam sind, nicht auf die Kacke hauen und nicht Vollgas und was kostet die Welt, sondern lieber überlegen, was ist schlau, wie kann ich meinen Kostenapparat reduzieren, weil es ist bei mir jetzt auch so, wenn ich sage, ich gebe jetzt im Monat 5.000 Euro für Google-Werbung aus, damit man mich findet bei Google, dann kann ich das von Tag zu Tag reduzieren. Wenn ich aber ein Ladenlokal miete, wo ich jeden Monat schon einen Wahnsinnskostenapparat habe von 10.000 Euro Miete plus Strom plus Wasser plus, dann ist es halt schwierig, das von heute auf morgen zu reduzieren. Deswegen ein weiser Rat von einem jungen Unternehmer, haltet die Kosten im Griff und guckt, dass ihr das auf jeden Fall jederzeit reduzieren könnt, falls es mal nicht so läuft. Weil ich wusste damals natürlich auch nicht, dass es so gut laufen wird und dass es so gut ankommt. Und jetzt bin ich glücklich und zufrieden und ganz entspannt. Ich wünsche euch alles Gute, gebt Vollgas und bis bald.